Tag und Nacht auf des Wissens Fährte. In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte. Eliminiere dein Wort. Die Sprengstoffe für den zweiten Terraformer sind bereit. Immer diese explosiven Sprengladungen. Gebt uns doch mal was Nettes! Ihr habt den Lutherverarme gehört. Bewegt eure Hintern zum Standort. Wisst ihr, was es kostet, diese Maschinen herzustellen? Gut, dass ich komplette Welten voller Rohstoffe und billiger Arbeitskräfte mein eigen nenne. Ich sehe es nur ungern, wenn Fähigkeiten vergeudet werden, Lorden. Es ist alles in deinem Kopf und wartet. Ich hatte eure Einwände gegen mein Terraforming erwartet, aber ich habe einen Zeitplan zu befolgen. Ich warne euch, stört mich nicht mehr. Ich kann mit Sicherheit voraussagen, dass sie das Terraforming-System angreifen werden. Zermalt ihre Bemühungen zu Staub.
Schüsse sind mein Markenzeichen. Dieses Ding braucht Aufmerksamkeit. Und die bekommt es auch. Mein Körper ist eine Waffe. Das ist meine Faustwaffe. Zu alt zu sein? Es macht mir Freude, euch beim Feiern zuzusehen. Erinnert mich an die anderen Taskforces, die ich aufgelöst habe. Der Feind hat sich zurückgezogen. Wisst ihr, ein taktischer Rückzug funktioniert viel besser, wenn es eine Taktik gibt.
die Mägen fest, Leute! Datentresor hat grünes Licht. Wir arbeiten schon am Schild. Ihr müsst zuerst eine Route wählen. Es gibt Zusatzziele zu erledigen, bevor ihr den Tresor angreift. Jetzt ist es an euch, Task Force X. Schaltet... Okay, Team. Zeit für unsere bislang größte Datensammlung. Das wird kein Spaziergang. Der Angriff von Task Force X läuft. Sie sorgen zur Ablenkung, bevor wir den Cyberangriff auf den Schild aufdrehen. Wir brauchen eine Stimuluswelle, damit Brainiacs Netzwerk überlastet bleibt. Anders gesagt, ihr müsst einfach alles töten. Denken Sie, das muss man Ihnen noch sagen? Genießt den Anblick, ja? Das ist die letzte Erde, die ihr sehen werdet. Das Scheißding ist überhitzt! Ich sehe die Wanzenfarm, von der Waller sprach. Ziehen wir ein paar Blicke auf uns. Task Force X. Das ist fortgeschrittener Einsatz von Werkzeugen.
verwundbar. An die Arbeit. Okay, schaltet den Bruder aus. Schild der Brainiac beschützt. Stimmt, ja. Ja, gute Idee, Sharky. Offenbar hattest du noch weniger Zeit übrig als Kugeln, Lotten. Ich leite Energie vom Prometheum-Schild um, um die Wiederbelebung zu erleichtern. Der Preis ist wertvolle Zeit. Ein Kinderspiel mit den Brütern, Squad. So wird es gemacht. Deadshot! Ich bin dein Wingman! Ah, ich überhitze! Eigene Sicherheit von zu Hause mitgebracht. Niedlich. Mal sehen, wie lange sie hält. Da ist der Truck. Erledigen wir das, bevor der verdammte Sand den Lack abfrisst. Wir sollten erst den Bereich räumen. Ein Kugelgruß. Sorgen wir dafür, dass es keiner dieser Schmarotzer nach Hause schafft. Okay, wir beginnen mit Extraarbeit mit Gen. Sie lassen viele von Brainiacs Leuten direkt zu euch, Gürtel. Hurry. Fast voll. Zeit für eine Truck-Tour. Ich sollte die Daten zum Truck bringen. Okay, das sind alle Daten. Begebt euch zur sicheren Zone, dann können wir zusammenpacken. Ah, die verbleibenden Feinde wurden atomisiert. Ich markiere einen neuen Ort zum Scan. Wer will noch mal, wer hat noch mich? Ihr wisst ja, wie das läuft. Oh, vielleicht dreht ihr dummes Zeug, wenn ich nervös bin. Fast voll. Zeit für eine Truck-Tour. Grab's mir das. Ich muss diese Dinger zurück zum Truck bringen.
gehört dir. Letzte Worte, Tyrann! Fass dich kurz, denn dieses Team hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Oh, aber gern doch. Ich zerstöre eure Körper, höhle euren Verstand aus und benutze euch als meine Haustiere. Wie denn? Mit einer besonderen Gehirnkraft? Daraus wird diesmal nichts. Nein, diesmal wollte ich etwas anderes versuchen. So zum Spaß. Ich bin Real Docs. Der schnellste Mann der Welt. Meine Terminals verbessern auch mich. Durch sie kann ich diesen Körper für den Kampf umformen, die Speed Force befehligen, euch erledigen. Eure kleine Aufführung, aber eure schlauen Sprüche sind ermüdend. Wie
Ein guter Anführer weiß, warum man die Kavallerie schickt. Thank you.
euch einige Zivilisten von Metropolis erneut vorstellen. Passt auf, sie sind explosiv. Also, wo waren wir? Wir müssen los, und das mit unserer Beute. Und du trägst ihn wohl den ganzen Weg nach Erde 1? Denkst du etwa, ich schaff's nicht? Squad 5, kleiner Brainiac, 0. Okay, das war ziemlich gut. Brainiac-Actionfigur. Original verpackt. Einmal benutzt. Die bekommt Toyman! Daraus wird nichts. Ich werde ihn verschlingen, weißt du noch? Und dann auskacken. Komm schon. Du durftest schon das mit dem riesigen Weltraumhai machen. Lass doch mal jemand anderen ran. Du hast den verdammten Batman exekutiert. Und du durftest was Cooles sagen, bevor du Lantern gekillt hast. Ich dachte da an eine Plastiktüte. Etwas Gleitgel. Und dann stecken wir den Hirnheini in den... Nein, Mann! Was zur Hölle macht ihr vier? Wo ist Brainiac? Relax mal, Lexi. Er ist genau da, wo wir ihn doch haben wollen. Scheiße.
Ich schwöre bei Gott. Der Datendorn funktioniert nur bei lebenden Zielen. Vielleicht kann ich ihn bis zur nächsten Alien-Invasion anpassen. Oder vielleicht sollte ich ihn bei einem von Ihnen benutzen. Harkness, was machst du da schon wieder? Wie sollen wir sonst durch die Türen auf dem Schädelschiff kommen? Mit einem Fokus auf einmalig auftretende Anomalien, die dimensional einzigartig sind. Wir dürften also mit einem Haufen coolem Zeugs aus anderen Universen spielen? Und dann was? Das war's? Sobald ihr alle 13 Brainiacs besiegt habt? Ja. Du meinst 12! Eine Killliste. Klingt gut.